Vermieterinnen und Vermieter dürfen die vollen Modernisierungskosten nicht mehr umlegen, wenn Bauteile und Einrichtungen noch intakt sind. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Diesen Fall und zwei weitere Urteile stelle ich Ihnen heute vor. Im ersten Fall, über den ich heute spreche, geht es um die Umlage von Modernisierungskosten. Ein Haus in Düsseldorf wurde vom Vermieter gründlich in Schwung gebracht. Der Vermieter ließ neben der Umstellung der Heizungsanlage auch mehrere Türen, Fenster und Briefkästen austauschen. Daraufhin flatterten der Mieterin Mieterhöhungen ins Haus. Sie setzte sich zur Wehr. Ihre Klage ging bis zum Bundesgerichtshof. Der entschied, erneuern Vermieterinnen oder Vermieter alte, aber funktionstüchtige Bauteile und Einrichtungen, dürfen Sie Ihren Mieterinnen und Mieter nicht die vollen Kosten aufbringen. Sie müssen vor Erhöhung der Miete den Anteil herausrechnen, der zur Instandhaltung dient. Dazu zählen die Maßnahmen, die nötig sind, damit die Wohnung oder das Haus in einem ordentlichen und bewohnbaren Zustand bleibt. Zu dieser Instandhaltung sind Vermieterinnen und Vermieter verpflichtet. Und die Kosten dafür müssen Sie selbst tragen. Solange nämlich eine Erneuerung nicht für eine echte Verbesserung sorgt, kann sie auch nicht voll umgelegt werden. Sie vermieten Ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend den richtigen Mieter oder die richtige Mieterin? Schalten Sie kostenlos auf ImmoScout24 Ihre Anzeige. Profitieren Sie von unserer großen Nachfrage. Einfach hier klicken. Kommen wir zum nächsten Urteil. Darf einer Mieterin oder einem Mieter gekündigt werden, weil in der Selbstauskunft falsche Angaben zu den Vermögensverhältnissen gemacht wurden? Obwohl ein Mieter in Niedersachsen seine Miete pünktlich gezahlt hat, verklagt ihn sein Mieter und fordert die Wohnungsräumung und sofortige Herausgabe des Schlüssels. Was war passiert? Mieterinnen und Mieter müssen, bevor sie einen Mietvertrag unterschreiben, in der Regel Auskunft über ihre Vermögens- und Einkommensverhältnisse geben. Das ist die sogenannte Mieter-Selbstauskunft. Wer hier nicht die volle Wahrheit über die Vermögensverhältnisse angibt, begeht ein Rechtsbruch. Genau das bekommt der Wohnungsmieter in unserem Fall zu spüren. Er hatte vor Vertragsunterzeichnung angegeben, keine Schulden zu haben. Später wurde aber ein Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet. Diese Tatsache veranlasste den Vermieter zu einer fristlosen Kündigung. Dass er dazu berechtigt ist, wurde sowohl durch das Amtsgericht als auch durch das Landesgericht Lüneburg bestätigt. Der Mieter habe über seine Vermögensverhältnisse getäuscht. Daher stehe dem Vermieter ein Anspruch auf Räumung und Herausgabe der Schlüssel zu. Die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses sei wegen der verschwiegenen Schulden zulässig. Der Mieter habe damit ein wesentliches und berechtigtes Interesse des Vermieters an einem solventen Vertragspartner verletzt. Die pünktliche Zahlung der Miete wurde dabei nicht berücksichtigt. Hier geht es vielmehr um das erschütterte Vertrauensverhältnis. Außerdem bestehe weiterhin eine erhöhte Gefahr, dass die Miete ausbleiben könne. Vom Vermieter dürfe nicht verlangt werden, erst abzuwarten, dass ihm ein Schaden entsteht. Denn um genau dem vorzubeugen, gibt es ja die Mieter-Selbstauskunft, bei der Vermieterinnen und Vermieter auf ordnungsgemäße Angaben vertrauen müssen. Das Landgericht stellte auch klar, dass die Frage nach den Vermögensverhältnissen immer zulässig sei, egal wie hoch die verlangte Miete ist. Im dritten Fall geht es darum, ob Vermieterinnen und Vermieter bereits bei einmaligem Zahlungsverzug fristlos kündigen können, selbst wenn vorher seit 14 Jahren die Miete stets pünktlich eingegangen ist. Die Mieter einer Vier-Zimmer-Wohnung in Emstetten hatten 14 Jahre lang pünktlich ihre Miete bezahlt. Im Oktober 2018 überbrachte der Gerichtsvollzieher ein Schreiben des Vermieters mit der fristlosen und hilfsweise ordentlichen Kündigung. Was war geschehen? Die Mieter waren 2 Monatsmieten schuldig geblieben. Damit wollten sie ihrer vor mehr als einem Jahr vorgetragenen Forderung nach Beseitigung von Mängeln Nachdruck verleihen. Sie sahen diese Rückhaltung der Mietzahlung als berechtigte Mietminderung an. Prompt kam dann die Kündigung und 5 Tage später zahlten die Mieter schuldbewusst ihre Rückstände. Der Vermieter klagte dennoch auf Räumung der Wohnung aufgrund einer ordentlichen Kündigung. Das Amtsgericht Rheine stoppte ihn. Dem Vermieter stehe kein Anspruch auf Räumung und Herausgabe der Wohnung zu. Die fristlose Kündigung ist ein Verstoß gegen § 242 im Bürgerlichen Gesetzbuch, der besagt, dass der Schuldner verpflichtet ist, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Im Urteil geht man von einem treuwidrigen Verhalten des Klägers aus. Das Mietverhältnis bestand bereits seit über 14 Jahren. Die Miete wurde stets pünktlich gezahlt. Nach Zugang des Kündigungsschreibens wurde auch der Rückstand innerhalb kurzer Zeit vollständig ausgeglichen und auch in der Folgezeit flossen die monatlichen Mieten wieder pünktlich im Voraus. Der Vermieter hatte also wenig zu befürchten. Damit sind wir am Ende der ImmoScout24 Vermieter-News im September.
Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.